Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Daniela Tüchler und ich bin Regionalberaterin bei Natur im Garten. Ich zeige Ihnen heute, wie und womit Naturwiesen gepflegt werden. Eine fachgerechte Pflege, die ist wichtig, damit die Wiesenflächen im Laufe der Jahre immer bunter und immer schöner werden. Mit der stetig zunehmenden Artenzahl werden gleichzeitig die wiesenbewohnenden Tiere super gefördert. Die Dauerpflege von bereits entwickelten, stabilen Naturwiesen, die ist ganz einfach. Die Wiesenflächen, die brauchen weder gegossen, noch gedüngt zu werden. Lediglich die Maat, ein- bis zweimal im Jahr, und der Abtransport des Mähguts nach der Abtrocknung, die sind wichtig. Nach Neuansaaten müssen die Flächen aber aufmerksam beobachtet und umsorgt werden. Und erst nach diesem ersten, etwas heiklen Jahr, steigt man dann auf die extensive Dauerpflege um. Wie funktioniert also die Entwicklungspflege bei neu angelegten Wiesenflächen? Was ist denn zu tun, wenn Unkräuter aufkommen? Im ersten Jahr, da braucht es mehrere Pflegedurchgänge. In der Anwuchsphase können nämlich unerwünschte Samen- und Wurzelunkräuter sehr, sehr dominant werden. Und damit diese nicht überhand nehmen, werden dominante Wurzelunkräuter wie zum Beispiel der stumpfblättrige Sauerampfer, die Quecke oder der Weißklee am besten ausgestochen. Da und dort, da tritt vielleicht auch ein Gehölzkeimling auf. Auch den unbedingt ausstechen. Mit einem Ampferstecher funktioniert das ganz gut. Bei flächiger Entwicklung von Samenunkräutern, wie zum Beispiel der Melde oder dem Hohlzahn, macht man am besten einen sogenannten Schröpfschnitt. Das heißt, man mäht möglichst hoch, ab einer Höhe von 10 cm. Damit das Wiesensaatgut wieder genug Licht zum Keimen bekommt. Und das anfallende Mähgut, das muss dann gleich abtransportiert werden, um einen Samenausfall zu vermeiden. Bei neu angelegten Wiesenflächen im Frühling, da kann übrigens in den ersten 6 bis 8 Wochen bei lang anhaltender Trockenheit auch eine Bewässerung sinnvoll sein, um die Entwicklung etwas zu beschleunigen. Und nach diesem ersten Jahr der besonderen Aufmerksamkeit können wir dann zur Dauerpflege übergehen. Hier heißt es, geduldig sein. Denn erst 2 bis 3 Jahre nach der Ansaat zeigt sich der ganze Artenreichtum der ausgesäten Mischung. Also, geben Sie der neuen Wiese wirklich genug Zeit. Hat sich die Wiesenfläche dann im 2., 3. Jahr gut entwickelt, reduzieren sich die Pflegemaßnahmen vorwiegend auf die Maat, 1 bis 2 Mal pro Jahr, und auf den Abtransport des getrockneten Mähgutes, um die Fläche gut abzumagern. Auf kurzfristig entstehenden lichteren Flächen nach der Maat haben Pflanzenarten, die zu den Lichtkeimern gehören, eine gute Chance, sich zu entwickeln. Wann, womit und wie werden denn die Wiesenflächen jetzt gemäht? Gemäht wird 1 bis 2 Mal pro Jahr. Auf mageren Standorten oder in sehr niederschlagsarmen Jahren kann einmal Anfang September bis Ende Oktober geschnitten werden. In regenreichen Jahren kann auch auf mageren Standorten ein zweiter Schnitt erforderlich sein. Dann wird das erste Mal ab Mitte, Ende Juni bis Mitte Juli, ab dem Verblühen der ersten Margeriten oder zur Sommersonnenwende geschnitten. Das zweite Mal wird bis Ende November gemäht. Und Wiesen auf relativ nährstoffreichen Böden, die sollten auf jeden Fall 2-mal gemäht werden. Der erste Schnitt erfolgt bis Ende Juni, der zweite bis Ende November. Und damit die wechselwarmen, wiesenbewohnenden Insekten während der Maat flüchten können, sollten übrigens an warmen und trockenen Tagen gemäht werden. An sonnigen Tagen zwischen 10 und 17 Uhr sind die vom Morgentau befeuchteten Flügel der Tiere getrocknet und die wechselwarmen Insektenkörper, die sind super aufgeheizt und bewegungsfähig. Prinzipiell sollten nur schneidende Werkzeuge mit einer geringen Arbeitsgeschwindigkeit verwendet werden. Auch solche Geräte, bei denen die Schnitthöhe reguliert werden kann, sind gut geeignet. Am schonendsten für die wiesenbewohnenden Insekten ist die Nutzung von Sensen. Auf größeren Flächen können auch Balkenmäher oder Heckenscherenaufsätze eingesetzt werden. Beim Einsatz von Rotationsmähern oder auch bei den meisten Motorsensenaufsätzen ist die Sterberate der Insekten auf mehr als das Doppelte erhöht. Schlegelmulchgeräte und Saugmäher, die sollten Sie aufgrund des tiefen Schnittes, aufgrund der hohen Arbeitsgeschwindigkeit und der starken Sogwirkung nicht verwenden. Die Schnitthöhe, die sollte mindestens 7 cm, idealerweise 10 bis 12 cm betragen.
etappenweises Mähen, also wenn ungemähte Bereiche stehen bleiben, bietet den ansässigen Tieren Rückzugsbereiche. Und nachdem das Mähgut ja einige Tage liegen bleibt, haben nach der Maat dann die überlebenden Insekten genug Zeit zur Übersiedelung. Enthaltene Kräutersamen, die reifen nach und können noch am Standort ausfallen. Und erst nach ein paar Tagen wird das Mähgut dann abtransportiert. Das vermeidet eine Nährstoffanreicherung und fördert die Vielfalt der Wiesenblumen. Das Schnittgut der Sommerschnitte, das kann als Heu an Kleintierhalter, am Pferdehalter oder an landwirtschaftliche Betriebe mit Schafen oder Ziegen abgegeben werden, sofern es frei von Verunreinigungen ist. Späte Herbstschnitte, die können auch kompostiert werden. Ja, und bestimmt gibt es auch in Ihrer Gemeinde viele Flächen, in denen enormes Wiesenpotenzial schlummert. Geben Sie diesen verborgenen Schätzen jetzt die Chance, sich wieder zu entfalten, indem auch Sie auf eine insektenschonende und fachgerechte Wiesenpflege umstellen. Alles, alles Gute!